Der Vape zieht der Heli jetzt mit möglichst höherer Geschwindigkeit, fast 250 km pro Stunde, in einen steilen, versenkrechten Steigflug und dreht der Helikopter kurz vor dem Stillstand um seine Hochachse. Das nennt sich Hammerhead. Die nächste Figur, die ihr werdet sehen, zeigt eindrücklich, wie man mit maximaler Leistung einen engen Vollkreis fliegen kann. Also auch der PC-6 Pilatus-Porter, der vorher den Fallschirmspringer abgesetzt hat, wie auch die FA-18, die ihr im Anschluss werden sehen, einen Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen leisten. Im letzten Herbst ist ein Treibstoff 10% sogenanntes Sustainable Aviation Fuel beigemischt worden. Dieser Anteil wird kontinuierlich erhöht, um den CO2-Ausstoß der Luftwaffe weiter zu reduzieren. Die sogenannten Flares, die ihr jetzt gerade gesehen habt, sind die erste Priorität gegen den Boden. Aber sie sehen auch noch schön aus. Mit der maximalen Geschwindigkeit von rund 300 km pro Stunde
Brettern auch gehört oder sogar gespürt? Zapfenzieher, den haben wir schon mal gehabt. Genau, aber jetzt geht es von oben nach unten. Sobald der Heli stillsteht, wird er auf die Nase gestellt und in einer steilen Spirale in Richtung Boden geflogen. Und zwar genau jetzt. Weitere Informationen sowohl zum Helikopter wie auch zum Super Puma Display Team findet ihr auf der Internetseite www.superpuma.ch und selbstverständlich auch in den sozialen Medien. Aber jetzt genießen mit der nächsten Figur die Symbiose zwischen Kraft und Balance. Und an alle Fotografen, haltet die Kameras parat.